Und ich sage nochmal herzlich willkommen zur 60. Logoversity, heute mit Goran Maric von Freecoins. Und ich sage ein herzliches Dankeschön, dass das auch so schnell geklappt hat und dass ihr da einfach so zugesagt habt und gesagt habt, ja, dann sind wir dabei. Und ja, es wird sicher eine super Stunde. Ich erwarte mir echt viel, weil ich überhaupt nichts weiß drüber. Und ja, danke Goran, dass du da bist. Und ich würde sagen, ich übergebe gleich das Wort, weil ja, wir nutzen die Stunde gut aus. Und danke! Vielen lieben Dank, liebe Dagmar. Hallo. Schön, dass wir alle gemeinsam in diesen Arbeitstag starten. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache, diese Logoversity und zum 60. Mal. Wow, herzlichen Glückwunsch auch dafür. Und vielen Dank für die Einladung. Normal ist mir ja immer lieber, man trifft sich dann in Person. Danke auch fürs Kamera anmachen, einfach nur um kurz Hallo zu sagen. Ich finde, mittlerweile haben wir auch diese Technik ganz gut hinbekommen. Ich werde auch gleich schon reinstarten. Wir haben nämlich heute ein Thema, das sich eigentlich in jedem Tag und in jeder Lebenssituation und eigentlich immer und überall wiederfindet, nämlich Geld. Und gleichzeitig ein Thema, über das wir viel zu wenig sprechen. Weder über gute Sachen noch über schlechte Sachen, aber eines, das einfach generell auch im deutschsprachigen Raum gar nicht so thematisiert wird. Und eines vorab, wir nehmen Geld als Vehikel, um viele, viele andere Themen anzusprechen, die aber alle jetzt nicht mit Zahlen und dem Geld selber zu tun haben, sondern mit eigentlich allem, was dahinter steckt. Und was eigentlich dahinter steckt, sind ja Wertekonstrukte, sind Verhaltensweisen, sind Einstellungen, sind Priorisierungen, sind irgendwie Ziele, Wünsche, Ängste und Träume, die ich so im Leben habe. Und da verwenden wir Geld als quasi kleinsten gemeinsamen Nenner, um ganz, ganz viele dieser Sachen anzusprechen, zu besprechen und dann auch anzustoßen, dass man darüber nachdenkt. Wir haben uns heute sehr komprimiert eine Art kleinen Crashkurs einfallen lassen. Normal gehen wir sehr stark in Diskussion. Heute machen wir den ersten Teil anders. Das wird eher 20 Minuten, 30 Minuten Input von meiner Seite sein, der versucht, ein möglichst breites Bild über Finanzkompetenz zu zeichnen. Und dann würde ich irrsinnig gerne entweder über die Fragen, die Dagmar dann stellt, oder dann auch in der Diskussion sehr gerne auch auf eure Meinungen, eure Gedanken, eure Fragen dann auch eingehen und dann schauen, diese Runde und diese Stunde auch schön abzurunden. Mein Name ist Goran. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin von Freecoins. Ich bin der Geschäftsführer von Freecoins. Und vielleicht kurz zu uns. Wir sind ein Sozialunternehmen. Uns gibt es seit 10 Jahren mit dem Ziel, dass wir ein Thema, das zu wenig verankert ist, sowohl strukturell als auch im Elternhaus, als auch in vielen anderen Bevölkerungsgruppen zu vermitteln, nämlich Finanzkompetenz. Und da haben wir viele, viele Finanzbildungsprojekte gemacht, unter anderem mit einem sehr, sehr starken Fokus auf Jugendliche und Jugendarbeit. Und einen kleinen Teil unserer Arbeit werden wir heute beleuchten. Wie es immer so ist bei Problemen und Problemdefinitionen, starten wir irrsinnig mit den Zahlen, Statistiken und Fakten, die uns so morgens tagtäglich aus dem Bett treiben und uns eigentlich dazu bewegen, das zu machen, was wir denn eigentlich machen. Wir leben zwar in einem extrem, wie soll ich sagen, stabilen Land im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt. Man könnte auch sagen, durchaus entwickelt, auch von den verschiedenen Indizes und volkswirtschaftlich auch ganz gut aufgestellt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es Geld als Thema und als Ressource nicht sehr, sehr viele Menschen, die in Österreich leben, stresst und dass es da nicht zu Problemen kommt, die vielleicht auch medial oder öffentlich nicht wirklich da sind. Deswegen jetzt auch der erste Teil sehr stark darauf fokussiert, eine Art Problembewusstsein zu generieren. Und da haben wir einfach unsere Hauptfakten zusammengeschrieben und Statistiken, die ich einfach kurz mit euch durchgehe. Wie gesagt, wie die Dagmar auch schon erwähnt hat, falls ihr Fragen habt oder etwas unklar ist oder meistens, wenn ich zu enthusiastisch werde, und das bin ich bei diesem Thema immer, dann laber ich wahnsinnig schnell, wenn ich zu schnell sein sollte oder solche Sachen. Bitte auch einfach nur sagen, dass ich das weiß und sehe. Die Zeit habe ich halbwegs gut im Blick, aber wie gesagt, wenn ich da mal reinspringe, dann bin ich kaum aufzuhalten. Aber ich würde mal sagen, wir starten direkt rein mit den Herausforderungen, mit denen wir so zu tun haben. Angefangen damit, GfK, ein riesengroßes Forschungsinstitut, das erhebt bitte seit 10 Jahren jedes Jahr die weltweiten Stressfaktoren, die Menschen so haben, jetzt nicht nur in Österreich, sondern quasi weltweit. Und jedes Jahr in diesen Jahren war der Nummer 1 Stressfaktor Geld.
Und was heißt Stressfaktor? Ich glaube, ihr wisst das, dass Stress jetzt nicht nur einen persönlich irrsinnig belastet, sondern vor allem auch das Wohlbefinden betrifft und auch die Gesundheit betreffen kann. Und zu wissen, dass Geld so einer dieser Hauptstressfaktoren ist, rückt das Ganze in ein ganz anderes Licht. Wir haben hier ein paar Statistiken mitgenommen, die sowohl die allgemeine Altersgruppe als auch vor allem Jugendliche betreffen. Zum Beispiel links auf der Seite, da hat der AK einmal eine Lehrlingserhebung gemacht und herausgefunden, dass tatsächlich jeder dritte Lehrling bereits Erfahrungen mit Mahnungen, Verzug oder Inkasso hatte. Das heißt, tatsächlich jeder dritte, da stand schon mal das Inkassobüro vor der Tür und gesagt, du hast deine Rechnungen nicht gezahlt, wie wär's, sonst müssen wir es eintreiben, was auch eine horrend hohe Zahl ist. Aber wenn wir rechts weitergehen, ist das eine Zahl, die sich jetzt höchstwahrscheinlich durch Corona geändert hat. Dazu komme ich noch, was Corona eigentlich so getan hat. Nämlich, dass jede vierte Person, die zur Schuldnerberatung geht und sich dort Hilfe sucht, ist unter 30 Jahre alt. Und die haben im Schnitt tatsächlich eine Schuldensumme mit durchschnittlich 30.000 Euro angehäuft. Wo man sich dann fragen kann, wie zum Teufel ist das denn passiert, dass man quasi in einem relativ jungen Erwerbsleben oder generell jungen Leben 30.000 Euro an reinen, also fast reinen Konsumschulden hat. Konsumschulden heißt Handyverträge, Fernseher, generell Handys, Online-Casino, alle so Themen, mit denen ihr höchstwahrscheinlich auch tagtäglich zu tun habt. Und eine Sache, die mir persönlich einfach sehr weh tut, weil sie vor ein paar Jahren noch ganz anders war, nämlich der Grund für die Überschuldung dieser Menschen ist mittlerweile der zweithäufigste Grund der persönliche Umgang mit Geld geworden. Das war in letzter Zeit immer der dritthäufigste. Der erste war glaube ich, Arbeitslosigkeit und irgendwie Verlust von Aufträgen und Selbstständigkeit, also Faktoren, die man jetzt nicht unbedingt selber beeinflussen kann. Wenn einen der Arbeitgeber feuert, ist man halt gefeuert und hat keinen Job mehr. Das ist eine Sache, die man nicht selber in die Hand nehmen kann. Schon, man sollte jetzt vielleicht auch arbeiten gehen und irgendwie fleißig arbeiten, ja, aber sonst hat man da nicht großartig viel Handhabe. Und der erste wirklich tatsächliche Grund, den ich selber managen kann und wo ich selbstbestimmt meine Entscheidungen treffen kann, ist der persönliche Umgang mit Geld. Und das der zweithäufigste Grund für Überschuldung ist, also so viel Schulden zu haben, dass ich da ohne Hilfe, ohne ein öffentlich-rechtliches Verfahren gar nicht mehr rauskomme, ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und da hört es nicht auf, also ich merke gerade, die ersten paar Minuten sind super negativ. Aber ich glaube, es ist mal gut, um so in den Ton hineinzufinden und ein bisschen Urgency aufzubauen, was das Thema guter Umgang mit Geld, Finanzkompetenz und generell Geld zu thematisieren angeht. Wenn wir jetzt in Jugendliche rein deep diven und uns vor allem das Online-Verhalten von Jugendlichen anschauen, also wenn wir jetzt Finanzkompetenz vor 30 Jahren hernehmen, dann würden viele dieser Fakten gar nicht mehr stimmen. Unsere Welt hat sich einfach in den letzten, nehmen wir auch sogar nur die 10 Jahre, total gewandelt. Sie ist super schnell, digital, komplex geworden. Wir blicken alle auf unseren Handys, sind da konfrontiert mit 100.000 Marketingbotschaften. Gleichzeitig ist einfach alles super schnell geworden und auch sehr gemütlich geworden. Und wenn wir uns hier allein nur die Online-Welt anschauen, wissen wir, dass 9 von 10 Jugendlichen online shoppen. Ist einfach nur eine Faktstatistik. Das ist was ganz Normales, dass es aber heutzutage ziemlich üblich geworden ist. Auch durch Corona ist das jetzt ziemlich üblich geworden. Und im Schnitt, und das ist gar nicht so eine kleine Summe, geben Jugendliche 77 Euro im Monat aus. Männer etwas mehr als Frauen das tun. Männer vor allem deswegen etwas mehr, weil sie mehr für Online-Spiele und Online-Casinos ausgeben. Und auch eine Sache, die uns irrsinnig beeinflusst, weil wir uns immer überlegen, wie treffe ich denn eigentlich meine Entscheidungen, was beeinflusst mich in meiner Entscheidungsfindung, ist eine Sache, die man definitiv auch hervorstreichen muss, die Social Media und vor allem Influencerinnen und Influencer, ob es TikTok, Instagram oder YouTube ist. Aber da gab es auch eine Statistik aus Deutschland, die man durchaus auch heranziehen kann als eine repräsentative Statistik oder Volkswirtschaft im Vergleich zu Österreich. Da haben 53% aller Jugendlichen bereits ein Produkt aufgrund von Influencer-Werbung gekauft, ohne zu wirklich zu hinterfragen, ist es ein gutes Produkt, was steckt eigentlich dahinter? Vielleicht kennt ihr auch diese eine sehr, sehr geboomte YouTube-Reportage, wo eine Gruppe an jungen Journalistinnen und Journalisten einfach mal ein Fake-Produkt gemacht hat, so eine Hautpflegeprodukt und die ärgsten Sachen da reingemischt hat, die eigentlich gar nichts mit den Ingredients zu tun hatten. Sie hatten dann hinten auch sogar draufgeschrieben, was es war und haben dann einen Haufen Influencerinnen und Influencer angeschrieben und gesagt, hier bitte bewirbt das Produkt, ihr kriegt auch Geld dafür, ihr müsst es nur auftragen und dann sagen, wie toll das nicht ist und dass es halt funktioniert. Es hatte halt wirklich null Effekt und trotzdem gab es, ich glaube, ein oder zwei relativ große
große Influencerinnen und Influencer, die das dann auch beworben haben. Und dann die Frage ist, hat auch natürlich viel mit Medienkompetenz zu tun und generelle Reflexion der Hinterfragen von Dingen, wie viel Effekt das tatsächlich aufs Kaufverhalten junger Menschen hat. Was ist Online-Kaufen noch abgerundet? Das ist irgendwie klar, das meiste geht vor allem für Kleidung und Streaming drauf, mit Spotify, mit Amazon Prime, mit Netflix, das kennt ihr alles, das ist auch ganz okay und normal. Das Einzige, was Jugendliche sehr oft einfach nicht checken und nicht wissen, ist, dass sie tatsächlich eine Vertragsbindung eingehen, beziehungsweise eine Verpflichtung eingehen, die auch jedes Monat wieder kommt, wenn sie sich nicht abmelden oder wenn sie das Geld nicht immer parat haben. Und da haut es auch einfach ein bisschen auf die Seite. Lass mich kurz schauen, was ich hier noch so habe. Ja, und generell ist es so, dass man sich dann fragt, warum ist denn das eigentlich so? Und es ist vor allem deswegen so, weil das Thema strukturell kaum vermittelt wird. Mit strukturell meine ich weder in der Volksschule noch in der Unterstufe oder Oberstufe, Uni sowieso. Finanzbildung oder Finanzkompetenz wurde immer als eine der Kompetenzen gesehen, die vor allem im Elternhaus angesiedelt sein sollten. Aber wie ihr das ja auch wisst, man kann jetzt weder Lehrkräften noch Eltern alles Mögliche umhängen und dafür sorgen, dass die jetzt den Job super gut und perfekt machen, sondern muss irgendwie schauen, dass man andere Wege findet, lebensnotwendige oder fürs Leben essentielle Kompetenzen zu vermitteln, wie es jetzt nicht nur Finanzkompetenz ist. Es ist auch digitale Kompetenz, es ist Medienkompetenz, also da gibt es einfach wahnsinnig viele Themen, die momentan in unserem weder im Schulsystem noch generell abgebildet sind, wo ich mich dann so denke, Alter, liebes Österreich, wir basteln dann Lehrpläne, die dann für 10 Jahre lang gültig sind. Nächstes Jahr wird ein Lehrplan verabschiedet, der bis 2033 gültig ist. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, was bei uns die letzten 10 Jahre passiert ist, fragen wir uns, naja, wäre es nicht viel besser, einen Update-Zyklus zu haben, der um einiges kurzfristiger ist als 10 Jahre? Das denkt sich vielleicht das Bildungsministerium nicht so. Jedenfalls meinen fast 75% der jungen Erwachsenen, dass einfach Finanzbildung viel zu wenig betrieben wird und sie eigentlich keine Ahnung haben in diesen Sachen. Der Bankenverband hat in Österreich eine total coole Studie gemacht, um herauszufinden, wie viele junge Erwachsene sich eigentlich sattelfest fühlen, und einfach 83% der jungen Leute fühlen sich in Geldfragen nicht sattelfest. Und noch höher von der Statistik her würde man sagen, dass die Hälfte der Bevölkerung eigentlich nichts von Finanzbildung weiß. Und mit einer Sache mag ich auch noch aufräumen, wenn wir jetzt Finanzbildung googeln würden oder vielleicht, wie ihr es von Medien oder ich weiß nicht, Fernsehen, Radio kennt, wird Finanzbildung ganz, ganz oft mit Zinsen, mit Banken, mit Aktien, mit Kapitalismus gleichgestellt. Wir verstehen das ganz, ganz anders, nämlich sehen wir Finanzbildung nicht als Finanzbildung per se, sondern vor allem Finanzkompetenz als eine Fertigkeit, die in der heutigen Zeit sehr, sehr essentiell ist, um einfach gut durchs Leben zu gehen. Und die jetzt aber gar nicht damit zu tun hat, irgendwie reich zu sein oder nur Geld zu verdienen und gar nichts auszugeben, sondern im Endeffekt sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun hat, nämlich zu verstehen, was ist denn da eigentlich alles in diesen Systemen, das auf mich einwirkt, warum wird es mir so schwer gemacht und vor allem, welche Systeme gibt es, wie zum Beispiel Marketing. Es gibt ja mittlerweile ganze Studiengänge, die 2-3 Jahre dauern, wo Menschen sitzen, und ich habe selber auch an der WU studiert und Werbung und Markenmanagement genau aus dem Grund gemacht, um zu verstehen, wie eine Brand funktioniert, wie sie kommuniziert, welche Emotionen sie auslöst und wie sie mehr oder minder Menschen manipuliert, um zu verstehen, warum das alles so ein extrem selbstlaufendes System ist und wie es unter anderem Konsumverhalten irrsinnig beeinflussen kann. Apropos Verhalten, wir sind aber quasi nicht auf der analytischen, technischen Ebene, was Finanzbildung bedeutet, sondern auf der verhaltensbasierten Ebene. Das heißt, wir schauen uns immer an, angefangen bei Menschen, bei meinen eigenen Werten, Emotionen und Gefühlen, davon ausgehend, wie treffe ich denn eigentlich meine generellen Lebensentscheidungen für und wieder. Und ganz normal und natürlich ist, dass ich im Rahmen dieser Lebensentscheidungen auch finanzielle Entscheidungen treffe. Diese können klein sein, die können aber auch sehr groß sein. Und wir auch immer sagen, hey, mit jedem Euro, den ich sowohl verdiene, nämlich wie ich ihn verdiene, und mit jedem Euro, den ich ausgebe, nämlich wofür ich ihn ausgebe und ob ich ihn ausgebe, treffe ich einfach eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, die auch durchaus reflektiert passieren kann. Jedenfalls, liebe Leute, sind das wirklich viele Gründe, etwas dagegen zu tun, und wir uns eben vor 10 Jahren die Vision gesetzt haben, dass wir es schaffen möchten, allen Menschen, eigentlich müsste man hier schreiben, so vielen Menschen wie möglich, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ganz ohne Geld sorgen. Warum frei und selbstbestimmt?
Es ist tatsächlich so, dass egal ob man in der Schuldnerberatung spricht oder einfach in Nachbarschaftsvereinen unterwegs ist oder eben auch in Jugendzentren unterwegs ist, irgendwie dieses ganze Konsumsystem und Geld legt so ein paar Ketten an, die uns auch wirklich binden. Es gibt viele Menschen, die bis zum Monatsende ihre Rechnungen nicht aufmachen, ob es jetzt alleinerziehende Väter, Mütter sind, die einfach Angst haben, diese Rechnung zu sehen und zu wissen, fuck, ich habe eigentlich auf meinem Bankkonto gar nicht mehr so viel Geld liegen. Und wenn ich diese Rechnung jetzt bezahle, dann kann ich halt zum Beispiel die Lebensmittel, die ich kaufen wollte, nicht in dem Umfang kaufen oder gar nicht kaufen. Und wenn wir uns auch Corona anschauen und Covid anschauen, es haben nicht nur viele Leute ihren Job verloren in den letzten 1,5 Jahre. Sie waren in Kurzarbeit, haben also um die 10-20% weniger verdient. Was ein generelles Problem ist, nämlich dass man relativ knapp budgetiert und plant, wenn man das überhaupt tut. Also es geht sich im Monat meistens nicht aus, aber gerade so aus, dass ich keine Probleme habe. Und was jetzt noch dazu kommt, ist neben dem ganzen System, was wir jetzt noch kurz durchgehen werden, auch, dass zum Beispiel, wie ihr sicher in den Medien gehört habt, Energiekosten sehr anziehen um 20%. Das wird zwar kurzfristig sein, aber wenn man die Fixkosten, Strom und Gas um 20% anhebt und eh schon knapp mit dem Budget ist, dann wird es noch knapper, beziehungsweise geht sich gar nicht mehr aus. Und das ist auch ein Problem, wo man dann sagen müsste, okay, man muss sich wirklich hinsetzen und sich ein bisschen überlegen, wie man da wieder rauskommt. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir sehr oft Entscheidungen treffen, die wir nicht deswegen treffen, weil wir sie gut finden, sondern die wir treffen, weil es andere vielleicht gut finden. Ob es jetzt Freundinnen und Freunde sind, ob es die Medien sind, ob es irgendwelche anderen Prestige-Elemente sind. Und deswegen geht es auch sehr, sehr viel um Selbstbestimmung. Es geht darum, zu wissen, wie ich mein Leben leben will, welche finanziellen Ziele ich mir setzen will. Und finanziell ist hier wirklich eingeklammert, also welche Lebensziele ich habe. Ob ich ein Haus haben mag, ob ich ein Boot haben mag, ob ich ein cooles Rad haben will, ob ich einmal im Jahr auf Urlaub fahren will. Das sind alles so Ziele, die ich mir setzen kann und sollte. Und da geht es auch darum, zu wissen, wie erreiche ich die denn so eigentlich. Ja, und für die arbeiten wir sehr fleißig und sehr viel. Eine Sache, die ich irrsinnig gerne mit euch machen würde, und da bitte ich jetzt alle kurz die Tastatur irgendwie da zu haben oder am Handy eure Chatfunktion aufzumachen. Ich habe nämlich zwei Aussagen vorbereitet und würde irrsinnig gerne wissen, ob ihr da Ja oder Nein sagt, einfach nur ein bisschen besser einschätzen zu können, wie eure Meinung dazu ist. Ich weiß, es gibt sehr, sehr selten ein Ja oder Nein, weil es ja polarisiert, aber in dem Fall bitte dafür entscheiden, ob es ein Ja oder Nein ist. Ihr könnt es mir entweder in den Chat Ja oder Nein reinschreiben oder diejenigen, die nicht chatten wollen, können wir einfach, falls sie zustimmen, also Ja sagen, einfach einen Daumen hoch schicken. Den sehe ich, glaube ich, nämlich auch hier in diesen Funktionen da. Und die erste Frage ist eine sehr, sehr allgemeine, nämlich Geld macht glücklich. Ja oder nein? Oha. Wow. Seid ihr jetzt eigentlich alle biased? Ja, gibt kein Ja. Was wir jetzt eigentlich machen würden, ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wären wir in einem Raum drinnen, würden wir hier Ja und hier Nein aufhängen und die gleiche Frage stellen und dann müsste man die Augen zumachen und sich in eine von diesen Seiten stellen und dann die Augen aufmachen und dann steht bestenfalls eine Diskussion, nämlich von den Menschen, die sich zu Ja gestellt haben und von den Menschen, die sich zu Nein gestellt haben. Wie gesagt, es gibt hier kein richtig oder falsch. Warum ich diese Frage immer so stelle, ist, um herauszufinden, und ich weiß mittlerweile, glaube ich, von der Erfahrung her, warum die Nein gesagt haben, Nein gesagt haben, warum die Ja gesagt haben, Ja gesagt haben. Nein ist vor allem deswegen höchstwahrscheinlich, weil die Dinge, die glücklich machen, sind nicht Geld per se, sondern ganz andere Sachen, die für einen komplett immateriell sind, ob es Familie, Gesundheit, Freundschaft, Beziehung, Liebe, all diese Sachen ist, Momente, die man so erlebt. Das ist ein Element und das zweite Element bei Ja ist, und das stimmt halt leider auch, man braucht eine gewisse Summe an Einkommen, um gerade in Österreich, das ein relativ teures Land ist, ein normales Leben zu leben. Und wenn man dieses Geld nicht hat, kann man nicht davon ausgehen, glücklich zu sein. Eine Sache, wogegen ich mich einfach sehr stemme,
und da vor allem mit der Schuldnerberatung zusammenarbeite, was Armutsbekämpfung und Armutsprävention angeht. Wir arbeiten irrsinnig stark in der Armutsprävention und weniger in der Armutsbekämpfung. Warum können wir nicht in der Armutsbekämpfung arbeiten? Weil Menschen, die eh schon viel zu wenig haben und an der Armutsgrenze leben, denen brauchen wir nicht erzählen, wie sie mit ihren Cent, mit ihren Euros eigentlich umgehen müssen. Wir sagen ihnen einfach mal, hey, die und die Sachen sind wichtig und das hält dich davon ab und das wären vielleicht coole Tipps und Tricks, wie du vorankommst. Aber die drehen den Euro und den Cent meistens schon relativ oft und viel um und wissen eigentlich ganz genau, was sie tun. Und wenn sie jetzt einmal in ihrer Einkaufsliste eine Red Bull drinnen stehen haben, dass sie sich einmal in der Woche gönnen, weil sie damit etwas verbinden, was ihnen wichtig ist, dann ist das gut und okay so, weil es nicht darum geht, dass du jetzt nur noch Wasser trinkst und dir gar nichts mehr leistest, weil diese Menschen, die quasi in dieser Gruppe sind oder davon betroffen sind, die brauchen ganz andere Hilfe. Die brauchen finanzielle Unterstützung, die brauchen Ausbildung, die brauchen Jobs, die brauchen ganz andere Maßnahmen, als jetzt ihnen zu erklären, wie der gute Umgang mit Geld passiert. Und wo wir vor allem arbeiten, ist, Menschen dabei zu befähigen und zu helfen, eben nicht in die Armut zu kommen, was heutzutage wirklich schwierig ist. Das heißt, sehr in der Prävention zu arbeiten. Wenn ich mal weiß, wie ich das kontrollieren kann, was das auf mich einwirkt und diese magischen Grenzen nicht übertrete, dann geht das eigentlich ganz gut. Und ein letzter Punkt noch zur Einkommensseite, und das ist auch eine Sache, die mich wahnsinnig irritiert, ist, nehmen wir Wien, weil wir sind hier in Wien und ich habe da mit der Schuldenberatung einfach relativ viel zu tun. Und die machen ja jedes Jahr ein Referenzbudget. Ein Referenzbudget ist, sie setzen sich hin und rechnen sich aus, wie viel brauchen gewisse Personen, ob es jetzt ein Single ist oder eine Familie mit einem Kind, zwei Kinder, eine Frau mit einem Kind, ein Mann mit einem Kind, wie auch immer. Wie viel Geld brauchen die, um ein normales Leben in Wien zu führen? Normales Leben heißt jetzt nicht nur daheim zu sitzen, daheim zu kochen, sondern einmal in der Woche ins Restaurant zu gehen, alle 1 bis 2 Wochen Kunst- und Kulturveranstaltungen zu besuchen, also am sozialen Leben zu partizipieren, was ja natürlich auch zu einem glücklichen und guten Leben gehört. Aber ohne Versicherungen, ohne Auto, also den ganzen Luxus oder Schnickschnack, was sie zu deklarieren, ist da jetzt gar nicht drinnen. Und netto kommt man da als Single in Wien auf 1.450 Euro, was in meinen Augen viel ist. Und dann schaut man sich an in der Statistik Austria, wie viel gewisse Altersgruppen oder Berufsgruppen verdienen. Ich bin selber Migrantenkind, meine Mama ist Putzfrau, mein Papa ist Forstarbeiter. Die haben in ihrem Leben die ersten Dienstjahre definitiv, obwohl sie 40 bis 60 Stunden gearbeitet haben, nie und nimmer 1.450 Euro netto verdient, obwohl sie ja sehr fleißig waren und eben sogar am Arbeitsleben partizipiert haben. Und diese Lücke, die muss auch geschlossen werden. Das hat auch sehr viel mit Glücklichsein zu tun. Wenn ich einen Job mache, der mir einfach zu wenig bezahlt, um ein normales Leben zu leisten, dann ist vor allem auch ein Staat gefragt oder ein Kollektivverhandlerin, Verhandler gefragt, das anzupassen und sicherzustellen, dass diese Lücke auch geschlossen wird. Das ist eine Sache, die wir nicht angreifen. Was wir sehr wohl machen, ist alles, was in Richtung Optimierung, jetzt nicht im technischen Sinne, sondern einfach nur die besseren Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, jeder von uns, und das ist das Coole an Finanzkompetenz, das ist keine Raketenwissenschaft, wenn man mal weiß, wie es läuft, kann jeder an sich selber arbeiten und dann den einen oder anderen Euro bis ein paar Zehner oder Hunderter bis sogar Tausender freimachen. Und das ist das Coole daran. Was es aber daher braucht, ist definitiv dieses eine Element der systemischen Kritik mal außen vor zu lassen und uns darauf zu konzentrieren, okay, wie kann man eigentlich sicher gehen, dass man nicht in die Armut geht und hier präventiv arbeitet, um eben bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Vielleicht kurz dazu, danke fürs Mitmachen. Wir machen eine zweite Frage, nämlich, es steht eh schon da, ich habe schon einmal mit Jugendlichen im Arbeitskontext über Geld gesprochen. Ja oder nein? Wow, so many. Traut sich keiner einklicken, wahrscheinlich. Ja, super cool. Yes, ich kann gleich wieder gehen, ich gehe jetzt. Das ist total toll, weil das Wichtigste ist nämlich, darüber zu sprechen. Und vielleicht haben wir dann nachher in der Diskussion auch Zeit, dass ihr eure Erfahrungen teilt, worüber ihr sprecht, was so gerade Themen sind, die vielleicht brennen oder wehtun oder einfach gerade angekommen ist das nicht. Ja, vielleicht können wir das heute auch noch thematisieren, wie es nämlich ankommen kann. Da kommt vielleicht Crypto als großes Thema oder als GameStop, da hoch passiert ist. Es wird meistens mit denen wie Geld verdienen oder reich werden und YouTube und ich werde jetzt Millionärin oder Millionär, weil ich ein ganz harter Influencer werde.
Oder die neuen Schuhe, das neue Handy. Wir hatten in der letzten, vor 2 Jahren haben wir bundesweit wir haben uns immer ein großes Jugendzentrum pro Bundesland ausgesucht und dort unsere Schulung oder Fortbildung für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter gemacht. Wir haben so einen ganzen 1,5-tägiges Seminar inklusive so einem Toolkit, wo wir euch oder Jugendarbeiterinnen, Sozialarbeiterinnen alles an Werkzeugen mitgeben möchten, um das in der offenen Jugendarbeit, also vor allem in der offenen Jugendarbeit, zu thematisieren. Vielleicht können wir im Anschluss noch besprechen, dass wir das auch für Logo oder für euch anbieten. Das wäre ziemlich cool. Jedenfalls waren da die Rückmeldungen so, hey, das ist irgendwie auch uroft Thema, egal ob es unbezahlte Rechnungen sind oder Prozesse, die da eingeleitet werden oder was sie sich nicht alles leistet haben. Und dann kommt da wer mit der super fancy Balenciaga Schuhe, Shirt und solche Sachen wird dann wohl gefeiert. Wie kann man dem eigentlich entgegenwirken? Das kann man dann vielleicht im Anschluss noch machen. Wie gesagt, über das Thema könnte man wirklich stundenlang diskutieren und debattieren. Das ist jetzt nun mal so die wichtige Oberfläche, die wir abgehen. Aber es freut mich echt, dass zumindest das Thema mal da ist und dass es auch besprochen wird, weil ich glaube, das ist, wie gesagt, das A und O. Und gerade im deutschsprachigen Raum, egal ob es Deutschland oder die Schweiz ist, wird es einfach nicht zum Thema gemacht. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn man darüber nicht redet, genauso wenig wie man über Ungleichheit redet oder Gewalt redet, dann wird das, ist da einfach kein Bewusstsein da und ist einfach keine, auch gleichzeitig keine Urgency, etwas dagegen zu tun. Ja. Wir machen weiter mit, was wir eigentlich vorhaben nach 20 Minuten. Was haben wir heute eigentlich vor? Das sind diese 3 Sachen. Ein bisschen Basiswissen, was Finanzbildung oder Finanzkompetenz eigentlich ist. Ganz schnell. Dann so eine Sache, und das ist die erste Worry, die ich den Leuten immer nehme. Nein, es sind weder wir noch die Jugendlichen noch die Schülerinnen und Schüler oder whoever daran schuld, dass wir zurzeit nicht alle, es gibt sicher viele Leute, die auch gut mit ihrem Geld umgehen, aber nicht alle mit ihrem Geld umgehen, das sind ganz, ganz andere Faktoren daran schuld. Aber das Coole ist, dass das alles keine Raketenwissenschaft ist und man diese Faktoren überlisten kann, wenn man einfach cleverer ist als diese ganzen Sachen, die auf einen einwirken. Es hat sehr viel mit verhaltensökonomischen Hürden zu tun. Die gehen wir durch. Und dann auch ein bisschen, wie wir unseren Ansatz fahren, leben und auch Finanzkompetenz vermitteln, der ist immer sehr lebensnah und niederschwellig und da wollen wir ein paar Einblicke geben, wie wir das in unserer Arbeit so machen. Also wir haben sowohl Workshops als auch Schulungen bis hin zu digitalen Formaten, Kampagnen, aber auch Politikberatung, so ziemlich alles gemacht und hier wäre so eine kleine Best-of-Serie sozusagen für euch als Jugend- und Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, mit der ihr hoffentlich dann auch was machen könnt. Gut, wir starten mit der Fun-Theorie. Versprochen, es dauert nicht lange. Was ist denn eigentlich diese Finanzkompetenz? Die OECD hat das 2015 definiert, nämlich ist Finanzkompetenz gar nicht so, soll ich sagen, simpel, sondern durchaus komplex. Und zwar eine Kombination aus Bewusstsein, Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und vor allem Verhalten, die notwendig sind, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen und dann quasi als Schlussfolgerung dessen Financial Wellbeing, also quasi ein finanzielles Wohlbefinden zu erreichen, das jeder für sich ganz gut definiert. Man kann auch statistisch finanzielles Wohlbefinden ausrechnen. Das hat zum Beispiel mit der Pensionslücke zu tun, die wir gerade erleben, oder was es braucht, um im Alter ein gutes, normales Leben zu führen. Allein von der Summe, das ist das Gute und gleichzeitig Komische an unserem System, dass man wirklich alles ausrechnen kann, weil man halt weiß, wie viel was kostet, wie viel die Inflation ist und wie so die Preisanpassungen passieren werden. Und da sagt die OECD aber, es ist, macht einen Unterschied, welche Ziele ich mir stecke. Klar, wenn es mir eigentlich reicht, im Land, ich weiß es nicht, zu leben, kein Auto zu haben oder es muss quasi vom Lebensstandard her, dann muss ja jeder für sich selber definieren. Aber das ist die Definition von der OECD, die an sich sehr stimmt, weil wo ich vor allem übereinstimme damit ist, dass diese Faktoren hier sind, diese 5, die auf die Finanzkompetenz einwirken. Da seht ihr eigentlich auch schon, wie tief das Thema eigentlich geht und wie komplex das ist, weil es einfach eine Querschnittsmaterie ist. Das war das einzig Komplexe an der ganzen Geschichte, weil wir das Ganze nämlich ganz anders sehen, sondern versucht haben, auf wirkliche lebensumsetzbare Fertigkeiten runterzubrechen, nämlich wie wir die Fertigkeit Finanzkompetenz verstehen. Und das ist, wie gesagt, nur die technische Ebene, hat jetzt mit der gefühls-, emotionalen Verhaltensebene zwar viel zu tun, aber ist hier noch nicht so ganz abgebildet, sind diese 6 Punkte.
Ganz simpel, das eigene Budget im Griff zu haben, also einfach nicht mehr auszugeben, als ich eigentlich habe, sich finanzielle Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen, von kleinen Zielen über ich spare auf ein neues Buch hin, bis zu großen Zielen, wie ich will mich eigentlich für mein Alter absichern, ist da alles dabei. Auf Unerwartetes vorbereitet sein, was meinen wir damit? Wir gehen durch unser Leben mit einer irrsinnigen rosaroten Brille, weil wir nie davon ausgehen, dass uns irgendwas Schlechtes widerfahren wird. Und es ist immer irgendwie alles gut. Und wir vergessen aber, dass sehr wohl sehr viel Shit in diesem Leben passieren kann. Und sind dann im Endeffekt nicht darauf vorbereitet. Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt, Corona passiert und ihr wollt wirklich nicht wissen, wie viele Menschen, und das war gut, dass die Privatinsolvenzen verschoben wurden, auch rechtlich und parlamentarisch gesehen, tatsächlich Probleme hatten, ihre laufenden Kosten zu decken, weil ihr Einkommen weggebrochen ist, weil sie einfach, simpel gesagt, keine Notgroschen hatten. Und so ein Notgroschen ist wahnsinnig wichtig. Und das meinen wir mit Unerwartetes vorbereitet zu sein. Diejenigen, die schaffen, das dauert bei einigen sehr lange, einen Notgroschen aufzubauen. Und ein Notgroschen sind so drei Monate Lebenserhaltungskosten, 3 bis 6 Monate, die ich so immer verfügbar zur Seite habe. Ein paar arbeiten da mehrere Jahre darauf hin, bei anderen geht es natürlich auch schneller. Aber diesen Sicherheitspuffer zu haben und auch unabhängig zu sein, ist sehr, sehr wichtig, um kein Problem zu bekommen. Fürs Alter vorauszuplanen ist vor allem für die junge Generation der nächste Punkt, fürs Alter vorauszuplanen. Wichtig, warum? Weil die Wahrscheinlichkeiten, dass wir von unserer Pension, die wir jetzt einzahlen und verdienen und auch von den Erwerbstätigen, die in Österreich über die nächsten Jahre in der Alterspyramide tätig sind, die Wahrscheinlichkeit wird immer kleiner, dass wir von der Pension leben können oder unseren Lebensstandard halten können, wo es einfach wichtig ist, das Alter im Blick zu haben, den alten Goran, der jetzt faltig sitzt und ganz weiße Haare hat und sich dann so denkt, na, was für ein Leben will ich eigentlich leben? Brauche ich Pflege? Brauche ich irgendwie Hilfe? All diese ganzen Sachen und möglichst früh damit anzufangen, weil je früher ich damit anfange, mir das als Bild vor Augen zu führen und je früher ich hinarbeite darauf, desto eher habe ich auch keine Probleme damit. Mit so 50, 60 wird es halt ein bisschen zu spät. Und dieses Alter und alles, was damit verbunden ist, vor Augen zu haben, ist auch wahnsinnig wichtig. Der vorletzte Punkt, ein reflektiertes Konsumverhalten aufzuweisen, ist, glaube ich, nie relevanter gewesen als jetzt. Mit reflektiertes Konsumverhalten heißt eigentlich tatsächlich zu wissen, dass meine Kaufentscheidung viel mehr Wellen schlägt, als ich eigentlich glaube. Einerseits für mein eigenes Geldbörsel, das ist die oberste Ebene, das kleinste Vehikel, wie schon, kleinste gemeinsame Nenner, wie schon erwähnt. Aber das hat damit zu tun, wie ich eigentlich mein Leben leben will. Ob ich mir alles neu kaufen möchte, ob alles ein Brand sein muss, ob Nachhaltigkeit wichtig ist, ob mir Sparen wichtig ist, warum ich gewisse Dinge kaufe. Wie gesagt, wir sind pro Tag in einem städtischen Gebiet in Österreich mit zwischen 5.000 bis 10.000 Werbebotschaften pro Tag, bitte, konfrontiert, die mir alle versuchen, gewisse Dinge anzudrehen, die ich wahrscheinlich gar nicht brauche. Und diese Tools, die werden immer schlimmer und immer besser. Und da geht es einfach nur darum, dieses Konsumverhalten gut zu reflektieren und eben auch verbunden mit dem letzten Punkt, diese externen Einflüsse, ob es Freundinnen, Freunde, Peer, Familie, all diese ganzen Dinge sind, zu erkennen. Und wenn ich das mal erkannt habe, dann für mich eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Das ist, wie wir Finanzkompetenz verstehen und wie wir das auch in umsetzbare oder relativ greifbare Lebenskompetenzen transferieren. So, was uns daran hindert, gut mit unserem eigenen Geld umzugehen, bleibe jetzt nicht so allzu lange darauf, weil ihr kriegt es leider eh mit. Das ist eine Sache, die man wenig beeinflussen kann, außer natürlich Ausbildung, Beruf, ist die Soziodemografie und vor allem auch die Ausgangslage, Elternhaus, bildungsnah, bildungsfern, das sind so Dinge, die einfach noch einmal von den Chancen, die man hat, einen großen Ausschlag darauf haben, wie ich eigentlich rein starte in mein Geldleben. Die eigene Finanzperson ist, und jeder Mensch hier, auch hier unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist definitiv eine eigene Finanzperson. Man kann nur versuchen, sie irgendwo einzuordnen. Wir haben von 4 Charakteren sozusagen bis zu 50. Also die 4 sind so ein bisschen wie so ein Bravo-Liebestest, um einzuordnen, hier, wie gehe ich eigentlich mit meinem Geld um, was löst was aus. Und man kann aber diese Persona noch viel weiter ziehen. Also wichtig ist hier, dass es gibt kein richtig oder falsch und jede Person trifft
Geldentscheidungen ganz anders und das ist auch gut so. Man kann daran arbeiten, das ist dann viel mehr wie Selbstcoaching und viel mehr wie Selbstreflexion, dass man dann ändert. Und aber es geht, also es ist nicht so starr wie jetzt der rechte Kreis. Und links sind die verhaltensökonomischen Faktoren und externe Faktoren, zu denen kommen wir jetzt, die das so sind. Diese verhaltensökonomischen Hürden, da gehe ich auch noch ganz schnell durch, sind vor allem 6, die fast täglich so passieren und die vielleicht jeder von uns so kennt. Die haben alle mit unserem Hirn zu tun, was auch ein wahnsinnig komplexes Ding ist und verknüpft ist mit vielen, vielen Sachen, mit vielen Erinnerungen, mit unserer Kindheit, Jugend, mit Wahrnehmung, mit Gefühlen, also alles, alles, alles. Und das Hirn, das spielt uns halt ab und zu ein Spielchen vor und irritiert uns in unserer Entscheidungsfindung und hat aber, wie gesagt, und das wird im Verhalten wiedergespiegelt. Zum Beispiel sofortige Bedürfnisbefriedigung heißt, so wie man irgendwie Heißhunger hat und sich Schokolade kurz nimmt und einem geht es danach besser, so gibt es auch tatsächlich Glücksgefühle, die ausgeschüttet werden, wenn ich mir etwas kaufe. Und wenn ich diese Gefühle oft habe, es ist fast wie eine Sucht oder wie ein Online-Casino, wo es dann ständig bimmelt und ich glaube, ich gewinne die ganze Zeit, aber verliere ständig Geld. So wirkt das auch auf die Psyche und vermittelt einfach ein positives Gefühl. Und das will ich ständig wiederholen, ob ich jetzt einen Rabatt kaufe oder einen Sales kaufe. Das sind alles so sofortige Bedürfnisbefriedigungen, die mir schnell ein Feedback geben, das aber sehr scheinheilig ist und eigentlich ganz anders ist. Das zweite ist kognitive Belastung. Das sind einfach Informationsflut, in der wir leben. Also wir haben überall 100.000 Botschaften, 100.000 Medien, die einfach wie so ein Wald sind und man sieht halt tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. So kann man es eigentlich definieren. Und der unterstützt mich nicht unbedingt dabei, gute Entscheidungen zu treffen, weil ich einfach verwirrt bin und das hier einfach viel zu viel bearbeiten muss. Und dann nehme ich halt den größten Banner, wo drauf steht, Angebot jetzt zuschlagen, super gut. Und ich klicke drauf einfach, weil ich verwirrt bin. Die Empathielücke, kennt vielleicht auch jeder, ist hungrig, also zum Beispiel hungrig einkaufen zu gehen, ist ganz schlimm, weil ich einfach tendenziell 20-30% mehr einkaufe, einfach nur, weil ich gerade hungrig bin. Genauso, wenn ich gestresst bin, genauso, wenn ich verärgert bin, handelt man einfach anders aus dem Affekt, weil es die Emotionsebene belastet und diese Empathielücke, also Ratio mit Gefühl, ist eine Hürde, die mich davon abhält, gut mit meinem Geld umzugehen. Gewohnheiten auch ganz schlimm, die hatte ich auch sehr lange, das Leben ist voller Gewohnheiten, ob es Zähneputzen am Morgen und am Abend ist, ob es der Kaffee zum Mittag nach dem Essen ist, ob es, weiß ich nicht, was für Gewohnheiten ihr alle habt. So gibt es auch Geldgewohnheiten oder Gewohnheiten, die mit Geld zu tun haben, weil sie eben Geld kosten. Wie zum Beispiel, klassisches Beispiel, Coffee to go. Sich mehrmals am Tag, ich meine, jetzt ist es schwieriger bei Lockdown, aber sich mehrmals am Tag einen Coffee to go zu holen, obwohl ich sowohl zu Hause als auch im Büro, als auch wo auch immer ich hingehe, vielleicht sogar einen Kaffee habe. Und man sich dann fragt, naja, warum tue ich das eigentlich? Und das wird tatsächlich irgendwann einmal zu einer Gewohnheit oder jeden Tag zum Bäcker zu gehen. Es geht nicht darum, das zu hinterfragen und zu sagen, nein, ich will das nicht. Es ist nur wichtig zu wissen, dass man Gewohnheiten entwickelt und wenn man dann will, sie einstellt oder eben auch nicht. Man kann auch sagen, ja, ich mag aber diesen Kaffee, weil ich finde den Laden cool, ich finde den Kaffee gut und ich mag den unterstützen und ich mag mir halt einfach in der Früh keinen Kaffee machen, sondern ich hole ihn mit dort, dann mache ich das. Wichtig ist nur zu checken, dass es eine Gewohnheit ist. Eine Sache habe ich auch schon angesprochen, die Selbstüberschätzung ist einfach diese rosa-rote Brille. Es wird nie eine Zeit geben, wo es uns irgendwie schlecht geht oder wo Probleme passieren und das dominiert. Das ist gut. Normalerweise, ich meine, gut, jetzt könnte man vielleicht sagen, wir sind ein bisschen biased, weil alle eher schlechtere Gefühle haben aufgrund von Corona und dann vielleicht ein bisschen mehr negative Gefühle entwickelt werden und Depressionen entstehen, weil einfach sehr viele Dinge, die Energie geben, gerade nicht da sind. Aber in der Regel und tendenziell die letzten Jahre der Verhaltensforschung haben gezeigt, dass man einfach nicht davon ausgeht, jetzt rauszugehen und dann irgendwie überfahren zu werden oder einen Unfall zu haben oder dass man halt irgendwie morgen dann seinen Job verliert und solche Sachen. Und da geht es nur darum, Bewusstsein dafür zu haben, dass man halt diese rosa-rote Brille hat und jetzt nicht nur in Negativszenarien denkt, sich denkt, oh mein Gott, was wird in diesem Leben alles schief gehen können und das muss mich darauf vorbereiten. Nein, auch nicht. Nur einfach nur, wie gesagt, Bewusstsein dafür zu haben. Und 6. Faktor sind soziale Normen. Wir sind alle soziale Wesen, die in einer Gesellschaft leben, die in einer Gemeinschaft leben, die bestenfalls aufeinander achten, aufpassen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Das ist in keinem Kreis anders. Das ist auch bei Jugendlichen nicht anders. Sie beeinflussen sich alle gegenseitig. Genauso hat ihr einen wahnsinnigen Einfluss auf sie. Und da gibt es einfach gewisse soziale Normen, die entweder vermittelt werden über Social Media,
weil da, weiß ich nicht, die ärgsten Brands, Reichtum und sowas in den Vordergrund gestellt wird. Und auf der anderen Seite, habt ihr auch schon gehört, dann mittlerweile fast Schimpfwörter entstehen wie Geringverdienerin, Verdiener und all diese ganzen Sachen, die erzeugen einen sozialen Druck, genauso wie ein neues Handy, wo gefeiert wird. Und da ist nur die Frage, dass man auch das weiß, dass es einen riesengroßen Impact auf meine Kaufentscheidungen hat oder eben mein Verhalten, Finanzverhalten hat und dass man das angehen muss, die sozialen Normen, und die auch ein bisschen hinterfragt, warum sind die eigentlich so und sind die wirklich so wichtig und so cool, oder wenn andere Dinge nicht auch mal besser. Yes. Die Slides kriegt ihr noch mit. Die werden dann noch ergänzt um die Beschreibungen, die ich gerade gemacht habe. Die gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Hier zusammengefasst, Finanzkompetenz ist eine Verhaltenskompetenz, also eine Lebenskompetenz, hat wenig mit Zinsen und Zahlen zu tun, sondern vielmehr mit Selbstreflexion, Konsumverhalten, Zielen, Ängsten, Wünschen, Träumen, Einstellungen, Daumenregeln. Und hat vor allem zum Ziel, irgendwie Finanzchefin, Finanzchef seines eigenen Lebens zu sein. Das geht, weil es eben keine Raketenwissenschaft ist. Diese 6 Fertigkeiten, die ihr oben gesehen habt, sind alles keine Sachen, wo man sagt, mein Gott, das schaffe ich nie im Leben. Ganz im Gegenteil, das kann jeder von uns. Und das ist auch gut so. So, wie man das jetzt macht, werde ich auch ganz wenig daran bleiben, weil wir halt Leute haben, die alle bereits sehr viel Erfahrung in der Jugendarbeit haben. Nämlich unsere Methodik ist, wie schon ihr gesehen habt, sehr verhaltensbasiert, sehr lebensnah und sehr an Teachable Moments festgemacht. Was sind Teachable Moments? Wir gehen alle im Leben gewisse Lebensmomente durch und Lebensphasen durch, die alle in jeder Phase komplett neue Herausforderungen haben. Das können große Dinge sein, wie der Wechsel von Elternhaus in eigene Wohnung oder der Wechsel von Schule in Job oder der Wechsel von ich bin Single in eine Beziehung, in eine Familie, wer das möchte. Das sind alles Lebensmomente, die groß sind. Und dann gibt es aber Teachable Moments, die noch kleiner sind. Wenn es zum Beispiel gerade ein Video ist, das ihr beobachtet, das sich Jugendliche gerade anschauen, wo es um Bitcoins oder wo es um ein teures, fettes Auto oder die neuesten Produkte geht, dass man sich wirklich lebensnahe, realitätsnahe Momente raussucht, die auch thematisierbar sind und die nicht abstrakt sind, um das Thema anzugehen. Peer-to-Peer-Methoden heißt einfach, viel in der Gruppe zu arbeiten. Das machen wir sehr oft und da haben wir auch gute Erfahrungen damit. Und Gamification zu nutzen. Also möglichst spielerische Ansätze. Es ist nicht darum, dass jeder da sitzt und spielt, sondern dass die Ernsthaftigkeit aus dem Thema rauszunehmen, das sehr interaktiv zu gestalten und auch viel, viel Platz für viele, viele Meinungen zu geben, weil darum geht's. Und das Mindset, und ich glaube, das brauchen wir am wenigsten diskutieren, das habt ihr, glaube ich, alle. Die Atmosphäre ist wichtig, die warme Privatsphäre ist wichtig. Wahnsinnig wichtig, auf Augenhöhe zu reden, jetzt sich nicht einzubilden, ich habe jetzt die Weisheit im Löffel gefressen und du musst das machen. Finanzkompetenz funktioniert nicht, wenn ich Pointing Fingers mache. Es funktioniert, wenn ich Verständnis und Urgency aufbaue und dann als Mensch selbst draufkommt, aha, boah, ich will mich eigentlich nicht mehr verarschen lassen und ich will jetzt nicht unselbstständige Entscheidungen treffen, eigentlich mal das in die Hand nehmen. Das ist alles auf der Mindset-Ebene. Freiwilligkeit und Neutralität, also ohne Wertung, ist auch irrsinnig wichtig. Aber ich glaube, das ist in einer täglichen Arbeit abgebildet. Also machen wir hier schnell weiter. Was ich heute mitgebracht habe, sind, wir arbeiten meistens auf 3 Säulen, Aktivitäten, Challenges und Daumenregeln. Aktivitäten sind einfach quasi Übungen, die wir ab und zu machen. Challenges sind Dinge, die wir mitgeben, die Jugendliche oder einfach alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann selber im Leben umsetzen können. Und Daumenregeln sind so ganz, ganz eigentlich Grundsätze, die man sich total leicht merken kann und die einem helfen, einfach besser mit Geld umzugehen. Ich habe hier mal die Geldfallen mitgebracht, einmal Moneyfallen mitgebracht und einmal so Best of den Daumenregeln. Die gehe ich jetzt aber nur ganz schnell durch, damit wir mehr Zeit zur Diskussion haben. Bei Geldfallen, wie ist das so? Es ist jetzt alles ein bisschen komisch dargestellt. Also im Endeffekt gibt es mehrere Welten, in denen wir uns aufhalten. Die analoge Welt, die digitale Welt, zu Hause, wo auch immer. Und lustigerweise lauert es überall oder ist überall alles voll mit sogenannten Fallen oder Dingen, in die ich reintappen kann. Normalerweise würden wir jetzt Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber darüber nachdenken lassen, hier in welcher Welt kommen welche Fallen auf mich zu. Einfach nur über selber darüber nachdenken und machen, kommen da schon ziemlich coole Sachen zusammen. Ich habe jetzt für euch einfach mal so eine Auflistung an Dingen mitgebracht. Ob es jetzt zum Beispiel im Geschäft dann ist, dass Rabatte und Sonderangebote meistens nicht wirklich ökonomisch gut sind oder ein Supermarkt, die Milch ganz, ganz hinten im Supermarkt hat, damit du den ganzen Supermarkt abgehen musst, um zur Milch zu kommen, weil es halt ein lebensnotwendiges Mittel ist und sehr häufig gekauft wird und dann bestenfalls auf dem Hinweg und auf dem Retourweg noch viele, viele andere Sachen mitnimmst, genauso wie Ikea aufgebaut ist,
wie ein Labyrinth, fängt mit großen Sachen an und wird von den Gegenständen, die man näher zur Kasse kaufen kann, immer kleiner, 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 kleiner. Das ist alles Wirtschaftspsychologie und Verkaufspsychologie. Auch zum Beispiel, dass vor jedem großen Einkaufszentrum, wo ein Sparbiller, was auch immer da ist, meistens ein Kebabstand oder Bäcker steht. Der steht dort nicht ohne Grund, sondern der soll vor allem dieses Hungergefühl ein bisschen anregen, damit man tendenziell mehr einkauft. Also diese großen Ketten werden immer schauen, sich einen Gastrobetrieb dazuzunehmen oder selber zu haben, möglichst früh am Anfang, um solche Gefühle auszulösen. Okay, ich mag jetzt nicht auf alle eingehen. Wenn es da Fragen gibt, können wir sie nachher noch machen. In der digitalen Welt, und das ist eine Sache, die ich glaube, um einiges relevanter ist, gerade für Jugendliche, sind einfach zu verstehen, dass es überall Fake-Shops gibt, die vielleicht Nike-Schuhe verkaufen, die keine Nike-Schuhe sind, dass meine Daten ständig abgegriffen werden, dass es, wie gesagt, Cookies und Tracker, die wissen, wenn ich heute was gegoogelt habe, kommt das morgen auf allen meinen Social-Media-Kanälen, weil ich diese Cookies überall im Internet verteile und der Roboter das nachsuchen und mir dann entsprechend extrem personalisiert, also jetzt nicht über Jugendlichen, sondern auch bei euch sicher, Werbung schalten können. Das ist auf einen vielen Ebenen gut, weil man sagen kann, hey, ich kriege die Produkte, die mich wirklich interessieren. Auf der anderen Seite alles andere als gut, weil sie nämlich ganz genau wissen, wie alt bin ich, welche Interessen habe ich. Teilweise können sie prognostizieren, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um mir gewisse Produkte anzubieten. Also das ist eine ganze Maschinerie, die hier auf mich einwirkt. Und was ihr vielleicht so von Online-Games kennt, diese Freemium-Modelle sind auch ganz stark geworden, dass Dienstleistungen, Services, Apps anfangs gratis angeboten werden und dann entweder irrsinnig viel Werbung schalten, meine Daten abgreifen, die verkaufen oder dann irgendwann einmal ein Paid-Modell dahinter legen. Und das ist bei Online-Spielen sehr oft so, dass man halt irgendwie, ich weiß nicht, was es da alles gibt, Fortnite zum Beispiel ist eigentlich ein Gratis-Spiel. Mittlerweile hat die Mehrheit aller Spielerinnen und Spieler, meistens sind Spieler, weil sie aber Burschen sind, sich irgendwas auf Fortnite schon gekauft. Und lustigerweise sind das aber alle Sachen, die im Spiel selber nichts bringen. Und das erinnert teilweise, oder so Boxen, so Lootboxing, das sind so Pakete, Überraschungspakete, die kann ich mir 5 Euro kaufen, weiß aber nicht, was dahinter steckt. Es ist wie Glücksspiel und tatsächlich bauen sehr, sehr viele sowohl Spiele als auch generell Online-Services auf Glücksspiel-ähnlichen Elementen auf, um mich auf vielen, vielen Seiten zu befriedigen, mich anzustupsen, mich zu etwas zu bewegen, ist auch wahnsinnig gefährlich. Und eine Sache, das schicke ich euch, versteht ihr alle, aber eine Sache, die ich hier rausnehmen will, ist Klarna. Das ist ein Riesenproblem, dass viele Jugendliche sich zurzeit, ich streiche einfach mal raus, was urwichtig ist. Ups, geht nicht. Sich einfach viele Dinge kaufen, die sie sich eigentlich nicht leisten können, weil es einfach ein Finanzprodukt gibt, das mir ermöglicht, mir etwas für 1.000 Euro zu kaufen, weil ich es über 10 Monate mit 100 Euro abzahlen kann. Das ist ein ganz schlimmes Finanzprodukt, weil es meistens so verwendet wird, Schulden schön zu verpacken. Weil wann nehme ich diese Option? Meistens, gerade bei Jugendlichen, wenn ich das Geld nicht habe, das Ding aber trotzdem haben möchte, und es hört sich für mich besser an, nicht sofort 1.000 Euro zu zahlen, sondern halt über mehrere Zeit lang 100 Euro. Das sind von den Summen her bei Jugendlichen einiges weniger, aber you get the point. Super gefährlich und von der FMA nicht gut reguliert, generell nicht gut reguliert und einfach ein Angebot, das sehr oft abgerufen wird, wo man einfach stark darauf hinweisen muss, dass es per se nicht gut ist, weil ich das Geld einfach gerade nicht habe. Und alles, was ich gerade nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Eine Sache kommt auch noch mit, das ist quasi eine Challenge, die wir immer mitgeben bei den Jugendlichen, ist, sich die Moneyfy-App runterzuladen. Moneyfy managt mir mein eigenes Budget auf eine super coole Art und Weise mit ganz, ganz wenig Input. Also ich sehe keine Statistiken, ich sehe keine Graphen, ich sehe keine Zahlen, sondern ich tue eigentlich nur mit Doubles und mit Beträgen, die ich in Kategorien zuordne, mein Budget abbilden. Und die Moneyfy-App, die hilft einem irrsinnig, seine Einnahmen und Ausgaben gut zu kontrollieren. Das ist eine Sache, die wir sehr oft gerne weitersagen, weil sie gratis ist, nicht voll mit Werbung ist. Es gibt eine Premium-Version, die muss man sich aber nicht kaufen, weil die App auch so gut funktioniert. Die verwenden wir auch in unserer Arbeit. Ist ganz cool. Das seht ihr eh schon. Also man kann einfach die Hauptkategorien einteilen. Das ist alles super easy. Man hat eine gute Übersicht. Man kann sich Sparziele setzen. Ist eine Sache, die wir eh nicht gerne mitgeben. Und hier dann auch noch zu guter Letzt unsere wichtigsten Daumenregeln. Wollen oder brauchen, das hatten wir mal in einer Fokusgruppe diskutiert und mitgenommen, wenn man sich vor jedem Kauf eine Woche lang
frage, will ich das oder brauche ich das, habe ich nach dieser Woche ein extrem gesteigertes Konsumbewusstsein, indem ich mir einfach nur eine einzige Frage stelle, nämlich will ich es oder brauche ich es? Und dann kommt man meistens drauf, dass man viel mehr Sachen kauft, die ich eigentlich will und nicht wirklich brauche. Und das ärgert ein paar Leute. Und deswegen stellen sie sich einfach selber anders ein. Es geht nicht darum, wie gesagt, dass jetzt irgendwie dass es mehr brauchen Dinge sein müssen als wollen Dinge. Das wird eh nicht passieren, aber einfach nur Bewusstsein dafür zu haben. Eine Sache, die oft untergeht, ist, dass das Leben an sich voller Nebenkosten ist. Ein Auto kostet nicht nur die Leasingrate oder das, was halt Jugendliche dann zahlen, sondern da kommt Sprit dazu, Pickel dazu, Versicherung dazu, Parkplatz dazu, Parkpickel dazu. Und diese Lohnnebenkosten, die werden Lohnnebenkosten. Diese Nebenkosten, die werden einfach vergessen. Dieser Regentagetopf ist quasi das Unerwartete und da vorzusorgen, und der ist wahnsinnig essentiell, gerade in Krisenzeiten wie jetzt, dass man einfach langsam anfängt, den aufzubauen. Und wie gesagt, das kann ein langer Prozess sein, aber Schritt für Schritt, auch wenn es 1 Euro in der Woche ist oder so, kommt man da schon diesem Ziel auch näher. Und der beste Spartrick der Welt ist, Menschen denken so, wenn ich einen Haufen vor mir habe, dann sehe ich diesen Haufen und dann neige ich dazu, diesen Haufen auch auszugeben. Der beste Spartrick der Welt ist, sobald ich mein Einkommen oder mein Gehalt oder vielleicht eine Zukunft immer habe, einen kleinen Teil oder den Teil, den ich sparen will, sofort am Anfang des Monats wegzutun und wegzusperren, ob es ein anderes Konto ist, ob es unter der Matratze ist, ganz egal. Es soll einfach nur weg von dem, was da ist, von diesem Haufen, damit mein Hirn nicht weiß, okay, es ist viel da, sondern es ist vor allem gesichert und weg. Das sind so ein paar Daumenregeln von, ich glaube, über 10 oder 15, die wir haben, die gut verständlich sind, die gut erklärbar sind und die man eigentlich relativ schnell transferieren kann. So, ich höre jetzt auf. Das mit dem Toolkit, das schicke ich euch später oder unsere Fortbildung, aber das schicke ich dann der Dagmar und dann kann sie es ja weiterleiten. That's it from my side. Das ist, ich sehe nur gerade, dass ich sehr, sehr schlecht in der Zeit war. Aber jetzt sind wir am Ende. Ich mache dir einfach mal zu. Vielen Dank, dass ihr es geschafft habt, gemeinsam mit mir. Ein paar Minuten haben wir jetzt ja noch für Fragen. Ja, danke, Goran. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in den Chat oder macht einfach euer Mikro auf und stellt die Frage direkt, wenn ihr Fragen habt. Okay. Ja, Unterlagen, wie gesagt, wäre super, Goran, du schickst sie mir dann einfach, deine Unterlagen. Ich schicke sie dann mit den Teilnahmebestätigungen einfach mit aus. Das ist gar kein Problem. Das können wir gerne machen. Ja, welche Ideen habt ihr? Was denkt ihr jetzt nach diesem Input, ja, nach dieser einer Stunde geballte Info über Finanzkompetenz? Welche Fragen habt ihr denn, Goran? Bitte stellt es. Barbara, bitte. Ich mache mich sogar sichtbar. Hallo, grüß euch. Hallo. Grundsätzlich großer Vortrag. Wir arbeiten ja, oder wir, ich bin ja schon mal in den Genuss gekommen, diese Fortbildung zu bekommen. Auch das Toolkit haben wir und arbeiten ja auch damit. Und es gab jetzt auch ein tolles Produkt, das auch mit 3Coins ins Leben gerufen wurde, nämlich österreichweit in Form von der Was kostet die Welt-Broschüre? Yes, da ist sie. Da ist sie. Und die wir sehr toll finden. Wir auch ja Workshops machen zum Thema Finanzkompetenz und diese Broschüre tatsächlich jetzt ein super Ergänzungstool ist. Und ich wollte eigentlich will ich nur Senf dazugeben. Senf und Erfahrungen, mein erster kleiner Senf, und ich hätte so gern, oh Gott, ich möchte dich nur bestätigen, dass ich auch glaube, dass es tatsächlich ein Systemproblem ist, das, womit wir zu kämpfen haben. Und zwar ein Bildungssystemproblem, denn ich schon glaube, dass wir, ich meine, wir wissen jetzt alle, du hast es zuerst gesagt, Medienkompetenz, Finanzkompetenz. Bei uns wird ganz oft das schon mit Lebenskompetenz wiedergegeben. Facebook gibt es jetzt seit 17 Jahren, ich glaube seit Pi mal Daumen 50 Jahre gibt es das Internet. Du hast ja gesagt, wir können nicht alles auf die Eltern abrollen, aber wir hätten den Eltern schon vor 17 Jahren das in der Schule erklären können, wie denn das geht mit Facebook. Wir hätten schon vor, ich weiß nicht, schätzungsweise 30 Jahren Finanzkompetenz in der Schule unterrichten können.
Wir hätten sehr viel schon in der Schule unterrichten können und es ist total irre, dass der nächste, oh Gott, das war mir gar nicht so bewusst, dass der nächste Lehrplan für wie lang bis 33 hält, das ist total Hände über den Kopf zusammenschlagend. Es gibt total viele Arbeitsgruppen wie Medienbildung und Co., die sich so daran die Zähne ausbeißen, dass es zum Beispiel ein Unterrichtsfach wie digitale Medienkompetenz in, bundesweit in Schulen gibt. Ich meine, es gibt Schulen, die das unterrichten, aber die sind halt ein bisschen so self-made, machen die das. Und immer wieder das Argument, es gibt keine Unterrichtsstunden für diese Sachen. Ich möchte jetzt den Bogen so weit spannen, dass wir gerade die Rechnung dafür kassiert bekommen, à la Corona, glaube ich. Ich glaube, wenn ein paar wirklich erklärt bekommen hätten, schon vor 17 Jahren, wie denn das geht, gut und schlecht im Internet auseinanderzuhalten, hätten wir jetzt vielleicht nur die Hälfte an Drama. Ich traue mich das jetzt zu sagen. Und ich glaube auch, weil wir eben Workshops machen zum Thema Finanzkompetenz und ich in einer Berufsschule war und dann ein junger Herr nach meinem Workshop zu mir kam und gesagt hat, er wollte sich jetzt... Achtung, er wollte sich jetzt beim Saturn, dann gibt es immer beim Mediamarkt, einen Laptop checken, auf Raten natürlich, weil er das Geld nicht hat. Und dann hat ihm der liebe Herr Mediamarkt-Verkäufer gesagt, ups, tut mir leid, kann ich nicht, weil da gibt es einen KSV-Eintrag. Sage ich, aha, jetzt habe ich gesagt, okay, ja, aber wie ist es denn so gekommen? Hast du mal irgendwann es nicht zahlt oder wie kommst du zu einem KSV-Eintrag? Und eigentlich wollte er mich fragen, wie er den dann wieder rausbekommt, damit er sich den Laptop auf Pump kaufen kann, leihen kann in dem Fall. Und das heißt, der war halt Berufsschule, das heißt, der war in seinem Fall schon volljährig, aber er hatte schon einen KSV-Eintrag bicken, weil er, wie sich herausgestellt hat, einmal wohl eine Handyrechnung nicht zeitgerecht und vielleicht auch noch eine zweite, so recht, wollte er da nicht rausrücken mit der Sprache, nicht bezahlt hat. Und ja, das sind natürlich für mich Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist, da haben wir es echt verkackt. Also irgendwo ist da ganz, ganz viel auf der Strecke geblieben. Und wir sind jetzt da quasi mit Workshops unterwegs, um viele Tropfen auf heiße Steine zu sein, aber gefühlt ist es, malen die Mühlen wirklich sehr, sehr langsam. Und was halt auch ein Drama ist, ist letzter Workshop noch in Zell am See, also im Gebirg bei uns in Salzburg, muss ich sagen, ist es, die Welt war noch eine ganz andere. Da haben wir tatsächlich, also ja, ist ein bisschen schwierig dort. Und da wurde ich dann das erste Mal auch mit Shein oder Shein oder wie auch immer man es ausspricht, dieser furchtbaren Plattform konfrontiert und habe eine Welle der Empörung von einer Mittelschulklasse bekommen, wie ich ihnen gesagt habe, wie die denn so arbeiten. Nein, das ist nicht so. Nein, das ist nicht so. Und es war einfach der Gruppenzwang der ganzen war und sie checken eigentlich gar nicht, was da so wirklich abgeht im Hintergrund, kaufen dort wieder Bilder ein, Dinge, die man sofort wieder wegwirft, weil sie einfach nur Schrott sind und denen zu erklären, dass Umdenken vielleicht cool wäre, ist echt eine harte Nummer. Ja? Ich muss sagen, diese Mittelschule war schon sehr, sehr weit. Ich habe diesen Workshop bitte in einem Unterrichtsfach namens Fit for Life gehalten. Das heißt, diese Schule hatte schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gewagt, indem sie herausgefunden haben, dass man vielleicht Jugendliche auch ein bisschen aufs Leben vorbereiten soll und ihnen nicht mehr Mathe, Englisch und Deutsch beibringen. Und nein, man kann es nicht nur auf die Eltern abwälzen. Ich finde, Eltern haben leider auch, also ich bin jetzt auch Jungeltern, aber mein Beruf hat es mitgebracht, dass ich mich sehr viel weitergebildet habe. Aber es gibt einfach Eltern, die auch in diese Schule gegangen sind und viele Dinge einfach nicht gelernt haben. Und wenn man sich nicht dafür interessiert, hat man es halt einfach nicht am Schirm. Und ich habe jetzt ein Volksschulkind und habe immer noch Eltern in meiner Klasse, die nicht am Schirm haben, dass man vielleicht in der dritten Klasse schon die Pornothematik an den Tag legen sollte, weil sowas gibt es einfach in dieser Welt nicht. Also es ist so ein Tropfen auf viele heiße Steine. Und ich bin ganz bei dir, Goran, Ich würde so gern zu all diesen Ministerinnen und Ministern, die bis dato dieses Bildungsministerium bekleidet haben, gerne. Jetzt bist du kurz weg.
gerne mal ganz gleich den Kopf waschen, weil es ist so ein bisschen so weit, weit und vorgestellt, die einen. Also ich hoffe, ihr kriegt irgendwann einmal den Geldsegen, dass ihr auch zu irgendeinem Bundesministerium gehen könnt und sagen könnt, so jetzt dreht sich die Mühle mal anders sozusagen. So, danke, Barbara. Danke für dein Statement, was du jetzt abgegeben hast. Ich habe noch eine Frage, glaube ich, in den Chat. Oder irgendjemand hat was reingeschrieben, der Christoph. Keine Frage, aber mich würden Erfahrungen, Meinungen zu der Thematik interessieren. Ich finde PayPal, ja, Online-Banking gibt es ja schon länger. Eine Herausforderung ist zwar erst ab 18, aber es macht das Konsumverhalten teilweise diffus und beeinflusst es meiner Meinung nach auch stark, da es ohne Hemmschwelle mit wenigsten Klicks so gut wie alles möglich ist. Und dann ist das PayPal-Konto eben im Minus. Und dann wird es schwierig. Absolut. Ja. Vielleicht eine Sache generell zum sogenannten Verlustschmerz, das ist eine Sache, die wir oft machen, es gibt tatsächlich gemessen an Gehirneffekten, wenn ich mein Geldbörsel habe und da meine Fünfer oder Zehner oder Scheine und Münzen rausblätter, dann empfindet das Hirn eine Art Verlust, weil es einfach sieht, das Geld geht weg. Es tut ein bisschen weh. Auf der anderen Seite ist es cooler, etwas haptisch zu bekommen und dann habe ich das quasi gekauft. Dieser ganze Verlustschmerz, der ist in der digitalen Welt nicht vorhanden. Der ist erst recht da nicht vorhanden, wenn ich entweder ein PayPal-Konto habe oder wenn ich eine andere Wallet verwende, die nicht mein Girokonto ist, wo ich es vielleicht sogar nicht zu meinem Abend sehe, dass dieses Geld dort weg ist. Das ist eine Sache, wo es einfach sehr stark auch darum geht, zu wissen, dass dieser Verlustschmerz weg ist. Und ich finde aber eher, dass es bei PayPal die Schwierigkeit ist, wo man hier ansetzt, müsste ja sein, ähnlich bei der Thematik, die auch die Barbara schon gesagt hat, dass man einfach diese Einnahmen und Ausgaben stärker im Blick hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob PayPal, also das Gute bei PayPal ist, sie haben eine Schwelle oder ein Limit, meiner Meinung nach, wie stark man ins Minus gehen kann bei dem Konto. Und das ist relativ klein im Vergleich zum Girokonto. Im Girokonto kannst du im Schnitt bis zu 3.000 Euro ins Minus gehen mit 18, wenn nicht sogar mehr. Und das ist schon viel und dann kommen noch Zinsen von 12% drauf. Das ist bei PayPal anders. Oder bei Wertkarten, diese PaySafe-Card, man kauft sich diese 50 Euro und in der Regel sind die gecapped, diese 50 Euro. Man kann nicht mehr als 50 Euro ausgeben. Das ist bei PaySafe so. Bei PayPal, glaube ich, ist das ähnlich. Also gar nicht mal so schlecht. Aber das muss man automatisieren. Einfach nur zu wissen, und das ist auch ein Problem, dass zum Beispiel Schuldenberater haben und Beraterinnen, dass da die Ausgaben nicht transparent genug sind, weil nämlich im Kontoauszug nicht mehr sichtbar ist, wofür das Geld ausgegeben wurde, weil einfach nur steht 50 Euro Barbehebung, dann gehe ich zum Biller und kaufe mir eine PayPal-Karte oder eine PaySafe-Karte. Und ich glaube, da geht es auch nicht darum, transparent zu sein und das auch zu besprechen, was man damit kauft und warum man es damit kauft. Viele machen es, weil sie keine Kreditkarte haben oder weil es kein anderes Online-Zahlungssystem gibt. Das ist cool, dass es das gibt, dass sie sich was kaufen können. Da muss man sich hinsetzen und überlegen, okay, kann ich es mir leisten? Will ich es mir leisten? Warum kaufe ich mir das? Diese Themen. Ja. Dankeschön, Goran. Gibt es noch Fragen? Es ist zwar schon 9:55, aber wir wollen ja nach, ein bisschen überziehen geht. Ja. Diejenigen, die sagen, ich muss weg, bitte geht's, kein Problem. Aber diejenigen, die sagen, ich möchte noch das wissen, dann fragt schnell in den Chat. Es gibt ja, eigentlich gibt es nur viele Fragen, die ich auch hätte oder Statements. Ja. Ja. Und vielleicht noch eine Sache zu Barbara, aber es ist eine Sache, da würde ich nur gerne mit euch in Kontakt bleiben. Wir haben ja dieses Jahr trotz Corona die nationale Finanzbildungsstrategie verabschiedet. Die haben wir vor 2 Jahren initiiert, weil es ihnen so auf die Nerven gegangen ist, dass das Thema 0-0 politisch gesehen wird und auch systemisch nicht gesehen wird, obwohl es so wichtig ist. Und ich mir gedacht habe, von 160 OECD-Mitgliedern gibt es 20 oder so auf der ganzen Welt, die keine nationale Finanzbildungsstrategie haben. Und da bin ich wirklich einfach mehr oder weniger, wir haben ein ganzes Konzept geschrieben, ein Finanzierungskonzept, das mit EU-Geldern ist, um dann mit einem fertigen Ding, und so viel Mühe haben wir uns getan, zu einem Minister zu gehen, vom BMF, und zu sagen, lieber Herr Minister, wir haben wahnsinnig viele Probleme in dem Bereich, wir haben hier alles vorbereitet, lass uns einfach mal arbeiten,
und machen. Und das hat jetzt 2 Jahre gedauert und jetzt gibt es diese nationale Finanzbildungsstrategie, wo ein zentrales Element, nämlich die erste Säule, ist, das möglichst gut strukturell in der Bildung zu verankern, unabhängig vom Lehrplan. Weil ich finde, man muss jetzt nicht nur sagen, ein eigenes Fach wie Finanzkompetenz wäre too much. Also Lebenskompetenz, finde ich, trifft es total. Und da würde ich mich aber gerne informiert halten, weil diese nationale Finanzbildungsstrategie hat auch vor, Fokusgruppen einzubeziehen, Arbeitsgruppen zu machen, das Thema von mehreren Seiten zu beleuchten, jetzt nicht nur von der Wissenschaft oder von der Forschung oder bla bla bla, sondern eben bottom-up, aus der Erfahrung sprechend, und dass man da einfach Meter machen kann. Aber es ist an sich ganz cool, dass das da also noch gesehen wird. Und ich meine, gut, digitale Kompetenzen kommt jetzt auch in die Schule, aber es ist wirklich vieles, was einfach nicht die Realität widerspiegelt. Es tut so weh, weil ich finde es ganz arg, aus der Schule rauszugehen und dann einfach null auf Leben vorbereitet zu sein, nämlich null. Das ist richtig. Naja, jetzt können Sie zumindest ein bisschen mit Teams besser arbeiten. Es gibt wieder eine Frage in den Chat, und zwar, ich habe einige Kinder, die eine völlig verzerrte Vorstellung vom Finanzleben haben, aber auch wenn man ihnen erzählt, dass man eben nicht 10.000 im Monat verdient mit einer Lehre im Einzelhandel, verstehen sie das null. Wie stellt man diese Vorstellung richtig? Also was nicht verstehen ist, dass die mit einer Lehre im Einzelhandel diese 10.000 Euro nicht verdienen werden. Habe ich das richtig verstanden? Das ist, checken sie nicht. Ja, genau. Hi. Also oft ist es einfach so, dass sie einfach wirklich glauben, dass jeder erwachsene Mensch irgendwie 6.000 bis 10.000 Euro im Monat zur Verfügung hat. Und auch wenn man das auflistet und auch wenn man Pläne schreibt, was möchtest du, was kostet das, was braucht man dafür, dann werden die Schultern gezuckt und es wird gesagt, doch, bei mir wird das so. Okay, das sind sie sehr, sehr eigenmutig. Das heißt, wenn du fragst, warum, dann sagen sie, dass sie das selber erreichen werden, oder sagen sie dir, warum sie glauben, dass diese Leute 10.000 Euro verdienen? Ganz egal, wenn man nach den Berufen von den Eltern fragt, völlig falsche Vorstellungen, dann will man die Vorstellungen von den Eltern ja natürlich auch nicht ganz kippen. Da muss man ja sehr vorsichtig sein. Aber einfach, wenn man ihnen sagt, ja, was man durchschnittlich in verschiedenen Berufen verdient, auf welchem Weg sie sich gerade befinden, was sie eigentlich bräuchten, um da annähernd an ihr Ziel oder an ihre Vorstellung ranzukommen, da wird dann nur mit den Schultern gezuckt und so, dann ist das Gespräch quasi von ihrer Seite ganz oft beendet, weil man sie so ein bisschen desillusioniert und sie damit überhaupt nicht umgehen können. Ja, ja. Ich meine, der erste Effekt ist eh schon diese Desillusionierung, wenn man sagen kann. Das eine ist, dass es nicht verstanden wird. Und ich meine, es ist so einzelne Beratungsfeedbacks ist immer schwierig, weil ich finde, es ist ein urlanger Prozess. Du hast eine Vorgeschichte mit ihnen. Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, wie sie ticken. Und ich weiß auch, dass es jetzt nicht, wie Barbara auch gesagt hat, wir machen ganz viele so Tropfen auf heiße Steine. Aber wie wir das meistens sagen, das Erste, was mir einfällt, ist, mich würde voll interessieren, woher dieses Bild generiert ist. Ob es vom Elternhaus ist, ob es von YouTube ist, ob es Mr. Beast ist, der halt seine 500.000 Dollar da verschenkt und verteilt und jetzt alle glauben, man schwimmt danach ja in Geld und verdient sich ja blöd. Weil das ist ja angefangen mit Twitch, wo es ein paar Streamerinnen und Streamer gibt, die urviel Geld machen, und dann sagen sie, wir hatten auch bei uns in den Workshops teilweise so, ja, ich kann ja auf OnlyFans gehen und dann Bilder von mir machen und dann verkaufen. Also sie kommen dann auf die Urideen, die man mal alle sammelt und dann sich überlegt, na gut, über welches Thema thematisiere ich das jetzt? Ganz, ganz oft mache ich, gerade wenn es um Social Media geht und verdienst dort oder Fußballerinnenkarrieren oder solche Sachen, wo man halt einfach echt viel Cash macht, aufzuzeigen, so, dass es eine wahnsinnig kleine Wahrscheinlichkeit von so und so vielen Menschen sind das so, so weniger, und dass da eigentlich nur viel Glück und Arbeit dahinter ist, weil dieser Mr. Beast in diesem Video, das er da macht, steckt da halt 10 Leute, die Vollzeit arbeiten, die alle bezahlt sind, nur viel Arbeit rein, die du halt nicht siehst, weil du siehst ja nur das Ergebnis. Und ich sage aber auch nie, dass das nicht möglich ist, nur sie müssen wissen, was damit verbunden ist, diesen Weg dann mal zu erreichen. Und was ich irrsinnig oft mache, ist, echte Geschichten einzufädeln, ob es echte Schuldengeschichten sind oder echte Lebensgeschichten von zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmern. Da gibt es auf Watchado zum Beispiel ganz, ganz viele, die einfach beschreiben, wie hart so ein Weg ist, dass er hart ist und dass man ihn aber gehen kann, wenn man will, weil ich finde es urwichtig, diesen Motivationsfaktor immer noch zu berücksichtigen. Eine Sache, wo ich selber noch einfach drüber nachdenken muss, und vielleicht können wir uns noch austauschen, dass wir uns da mal separat dazu hören,
ist diese Art Beratungsresistenz. Weil meistens arbeiten wir damit zu sagen, hey, ein Leben kostet so und so viel. Wir haben doch eine eigene Übung, nennt sich Was kostet das Leben, wo man einfach bandbreitenmäßig, was kostet ein Essen, was kostet eine Wohnung, was kostet Urlaub, was kostet gute Schuhe und so, einfach um sich in die Realität zu spiegeln mit Dingen, die sie auch verstehen. Und dann zu sagen, hey, frag doch mal deine Eltern oder frag doch mal Eltern oder andere Freunde, wie viel sie tatsächlich verdienen und wie viel sie quasi schwarz nebenbei verdienen. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt viele, die einfach schwarz viel verdienen, aber wie viel in einem normalen Job verdient wird, um einfach eine Art Realitätsbezug zu schaffen. Und das Wichtigste ist aber Persistency, dass man sagt, okay, für sie ist das Gespräch jetzt mal beendet, dann gehen sie raus, machen was anderes. Das ist vielleicht ein, zwei Wochen gar kein Thema, aber ich fände es cool, das immer wieder auf die Agenda zu nehmen und zu sagen, hey, und wie schaut es aus? Hast du dir schon das und das wieder angeschaut oder Mr. Beast wieder geschaut oder solche Sachen? Und aus diesem Prozess, der dauert sicher einige Wochen, Monate, bis je nachdem, wie lange sie bei euch in Betreuung sind. Aber wie gesagt, pauschalisiert kann man das echt nicht sagen, weil man muss einfach ein bisschen besser verstehen, woher kommen sie eigentlich auch und wie entwickeln sich diese Gedanken. Aber das sind so ein paar Sachen, die wir sehr oft anwenden, die auch ganz coole Tricks eigentlich sind in dem Bereich. Dankeschön. Und auch danke, Markus, du hast gerade eine File eingestellt über die Doc1-Doku, die jetzt war, Arm in Österreich. Ja, danke sehr für das. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir haben bei der Logoversity eher nur mit dem Fenninger, wie heißt jetzt den Vornamen, weiß jetzt nicht, über Armut in Österreich haben wir auch eine eigene Logoversity gehabt. Also ihr könnt es euch auch gerne anschauen. Gut, gibt es noch Fragen von eurer Seite? Dann bitte. Wir haben wirklich, wir überziehen schon voll. Ne? Aber ein bisschen Zeit geben wir euch noch. Also wenn ihr noch was Brennendes habt, ich muss leider schon weg. Danke und viel Spaß noch. Ja, danke ebenfalls. Wenn ihr irgendwelche Feedbacks noch schreiben wollt, den Goran, die bitte rein in den Chat. Wenn ihr den Raum verlassen müsst, wollt, könnt, dann freuen wir uns natürlich über Feedback, wie es euch so gefallen hat. Goran, was wollt ihr fragen? Und zwar, was wollt ihr jetzt noch fragen? Irgendwas wollt ihr fragen? Ich meine, ich würde es nichts Neues aufmachen. Wir könnten stundenlang nur weiterreden. Gell? Aber was ich fragen wollte, weißt du zufällig, du hast jetzt irgendwie geredet über die YouTube-Reportage, die du da gesagt hast. Hast du da, was du die hast, auf YouTube oder so? Ja, ich schaue sie jetzt schnell nach. Mal bitte und stell sie vielleicht in den Chat noch rein. Das ist vielleicht klasse. Das würde mich interessieren, weil ich finde sowas voll super spannend. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, bitte jetzt noch stellen. Oder ansonsten einfach mit Freecoins in Kontakt treten. Ich glaube, die haben einige Sachen, die ihr da brauchen könnt, möglicherweise für eure Arbeit. Ja, und einige bedanken sich schon. Wir sehen uns hoffentlich wieder morgen. Morgen geht es ja wieder weiter. Aber Goran sucht uns dann noch den Link. Super. Aber wenn ich es jetzt auf die Schnelle nicht finde. Ist auch wurscht. Und dann schickt man das vielleicht auch mit dem, also ich schicke es euch gerne mit den Teilnahmebestätigungen. Genau. Und mit der Präsentation. Ah, das wäre super. Und ansonsten hat es mich noch erinnert, das Klarna, was du da gesagt hast, das ist eigentlich Otto Versand. Damals, also wie ich jung war, hat man halt alles auf Otto Versand bestellt. Ja, und da gibt es halt da auch diese Zahl monatlich irgendwas. Ja, und gibt es eh noch immer, ja, glaube ich. Aber es sind halt so Geschichten und was wir jetzt nicht aufmachen will, aber was finde ich ein super spannendes Thema ist so Online-Geschichten, gell? Also so online, egal, ob ich jetzt nicht das anhabe in diesem Spiel, dann bin ich eigentlich nicht cool, so wie im echten Leben, brauche ich auch meine Marken, so ist es auch im Online-Bereich so, also wenn ich nicht das trage oder nicht diesen Suit anhabe oder was auch immer, dann bin ich es nicht. Genau. Und das sollte man auch vielleicht auch in der Jugendarbeit thematisieren. Eigentlich geht es um Spüren, nicht wie du ausschaust, aber absolut. Dem ist nicht so. Ja? Mhm. Aber trotzdem, einfach, das ist auch, glaube ich, ja, ein Thema, das man auch noch viel reden kann. Gut, gibt es noch was von euch? Ansonsten würde ich sagen, danke für den schönen Vormittagstart. Ich wünsche euch ein super schönes schönen Tag noch, gutes Mittagessen, einen guten, erholsamen Schlaf und wir sehen uns morgen wieder um 9 Uhr. Und jetzt kommen noch die ganzen Dankes. Danke auch von meiner Seite. Das war wirklich super interessant. Ja, ich stoppe die Aufnahme. Dankeschön.